Moin, moin, liebe Modellbaufreunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Und soll ich euch was sagen? Ihr habt genau richtig eingeschaltet. Warum, seht ihr sofort. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, ihr kommt genau richtig, denn heute geht es um die Ausgabe 60. Ich weiß nicht, warum ich sie immer wieder zeige, wenn ich sie doch einblende. Das ist irgendwie so, ja, man weiß es nicht so genau. Ne? Der Onkel macht das halt so. Pass auf, wir verbauen heute endlich mal, also erstmal müssen wir so viel sagen. Ich habe ja beim letzten Mal diese ganze Kabellage hier, das habe ich euch nicht gezeigt, weil das war echt wieder so eine nervige Nummer hier. Aber ihr seht, ich habe nicht nur erzählt, ich habe das auch gemacht. Es ist jetzt soweit fertig. Das Ganze kann sich sehen lassen. Ich finde das richtig, richtig gelungen. Also das ist wirklich schön. Die Kabel hier waren für meinen Geschmack hier ein bisschen kurz. Und aus irgendeinem Grund, Gott sei Dank, habe ich das nicht noch zeigen wollen, weil dann hätte das Ganze nämlich wieder 3 Stunden gedauert. Aus irgendeinem Grund habe ich für die Anzeige hier oben das Kabel nach hier oben vorne mit rausgeführt. Und zwar, ich zeige euch das einmal hier vorne rausgeführt. Weiß der Geier warum. Ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nicht nochmal in der Anleitung geguckt, ob das irgendwie da falsch drin beschrieben war oder irgendwas. Fakt ist auf jeden Fall, das Kabel hing hier vorne raus und das kommt aber... Wir drehen das ganze Ding nochmal, nämlich hier hinter die Sitze, hier hinten an das Panel, da muss der ganze Sums nämlich angeschlossen werden. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das Ende vom Lied war, das Kabel war zu kurz und ich konnte den ganzen Kladderadatsch nochmal auseinanderrupfen. Das war eine große Freude für mich, aber ihr seht es. Es ist fertig. Schaut mal auf meine Facebook-Seite rein. Da mache ich dann noch mal ein paar schöne Detailbilder. Da könnt ihr dann meckern, wenn dann Kabel schief liegt. Oder ihr könnt sagen, boah, der DeLorean, guck dir mal von dem Modellbau-Onkel den DeLorean in. Ist der geil? Ja, er ist geil. Super geil. Also der DeLorean jetzt. So, pass auf. Spaß an den Scherz. Wir haben heute die große Ehre, den Rahmen verbauen zu dürfen. Bei einigen ist er schief angekommen, in meinem Fall ist er dermaßen wunderbar gerade. Ich habe ihn, das könnt ihr jetzt so nicht sehen, auf den Tisch gelegt und dann, aber wie ihr hört nichts. Da klappert nichts, da kippelt nichts, außer halt so, ist ja klar, ist eine andere Form. Aber seitlich in sich ist er nicht verzogen. Hier waren 1, 2, 3 solche Transportsicherungen drin, ne? Die musste man abschrauben. Das habe ich euch jetzt mal nicht gezeigt, weil, ja... Dieser Quatsch. Das brauchen wir nicht, das ist nicht so wichtig. Den Rahmen stelle ich einmal kurz hier an die Seite ist doof, denn diesmal läuft nämlich die Kamera. Ich habe jetzt 3-mal geguckt, wenn sie dann nicht läuft, dann mache ich nie wieder ein Video. Weißt du, das gibt's ja gar nicht, so doof kann man ja bald gar nicht sein. Wir bekommen Türschlossabdeckung links, rechts, die ist auch hier jeweils, ja, ob man sieht, ich habe keine Ahnung, wir werden es versuchen. Ist auf jeden Fall markiert mit links, rechts. Dann haben wir 2 Bolzen, 2 Federn, 2 Schrauben. Nichts Wildes heute. Wir gucken aber mal, deswegen habe ich diesmal schon mal ein bisschen reingelinst und geguckt, wie es denn funktioniert, bevor ich mich hier wieder verrenne. Das seht ihr schon daran, dass ich dann eben diese Transportsicherung zum Beispiel schon mal entfernt habe. Weil das ist ja, ne, jetzt auch nicht so der Reißer. Wir holen uns den Rahmen und verbauen die Türschlösser. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir das hinkriegen, dass ihr das vernünftig sehen könnt. So, den schieben wir mal nicht vom Tisch, so. Ich hoffe, ihr seht das. Ich guck mal gerade. Sicher ist sicher. Wer in meinem anderen Projekt da reingeguckt hat, in das Video, habe ich mir so viel Mühe mitgegeben. Und dann bin ich hier beim Schneiden und dann stelle ich fest, ja geil, der hat nur 2 Fotos gemacht, ey. Also vergiss es einfach, vergiss es. Kannst du nicht hier brauchen. So, also, wir setzen das hier ein. Und zwar haben wir auf die Unterschiede achten, linke Seite, rechte Seite. Ist klar, das haben wir schon rausgefunden. Und dann nehmen wir nämlich jetzt hier einen solchen Bolzen. Ich ziehe das mal auf die andere Seite rüber. So, einen dieser Bolzen. Ich hatte mich nämlich schon gefragt, wofür die überhaupt sein sollen. Jetzt wissen wir es. Da stecken wir die Feder drauf. Hoppala. Und dann kommt das Ganze
mit dem Zapfen zum Fahrzeug hin, so, möchte das da so reingesteckt werden. Sehe ich das korrekt? Ja, das sehe ich richtig. Sitzen und wird dann wahrscheinlich durch das andere Ding gehalten. Ne? So, so haben wir das jetzt hier, die Feder, den Bolzen. Wahrscheinlich klickt das dann nachher ein oder was, ich weiß es nicht. Es ist die Quizfrage, wo ist rechts, wo ist links? Das wird dann links sein, nehme ich an. Also nehmen wir den linken. Der gehört dann... Achso, hier ist wieder eine Nase, nicht? Eine Nase hier oben. Und da haben wir wieder ein Schraubloch. Das altbewährte System. Demzufolge kombiniere, ist der verkehrt. Weil, bin da, oder nee, kann er so drauf gehören? Kann er. Gut, dann machen wir den da so drauf. Da, ja, das schließt dann hier auch schön bündig ab. Das sieht aus, als wenn das so wollte. So. Dann schrauben wir die mal fest. Und dasselbe Spiel machen wir auf der anderen Seite seitenverkehrt auch nochmal. Den Zapfen in die Feder. Feder da rein. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden. Und ihr wart alle schön artig, das weiß ich ja. Und habt da euren Wunschzettel abgearbeitet bekommen. Der Onkel war ja auch lieb. Der hat jetzt seine Werkzeuge bekommen, dass er für das nächste Projekt... Wieso ist denn die Schraube so mickrig hier? Was ist das denn? Was kann das denn sein? Wie mir eine falsche Schraube reingepackt. Modellbau mit Hindernissen. Irgendwas ist ja immer, ne? Mann. Ich sagte hier AM. Ja, das ist auch im Leben keine AM-Schraube. Die ist viel zu klein. Die war aber in der Tüte. Weißt du, dann machst du es einmal, willst du es einmal richtig machen und dann... Ja. Gut, dass ich das hier liegen habe. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch die andere Schraube da mit dem Schraubenträger reingedreht. Und da, hier geht's jetzt nicht. Dann habe ich da eine falsche genommen, wa? Man weiß es alles nicht so genau. Ist aber auch egal. Hat ja gepasst. Also, egal, wenn wir alles so viel hätten wie Schrauben, dann wäre die Welt in Ordnung, oder? Vollgefressen ist der Onkel, ey. Ich kann mich kaum bewegen. Du glaubst dir das? Mein lieber Mann. So. Das war die Ausgabe 60. Weil mehr machen wir damit leider nicht. Ne? Hier steht dann einfach nur das alte Spiel. So sollte deine fertige Baugruppe aussehen. Herzlichen Glückwunsch. Das haben wir. Super. Ich hatte mich schon so drauf gefreut, dass wir heute den Rahmen da drauf setzen können und dass das ganze Ding endlich mal aussieht wie ein Auto. Ja, Pustekuchen. Aber dann machen wir einfach weiter mit der Ausgabe 61. Da können wir uns nämlich auch schon drauf freuen. Da haben wir hier so zwei Halterungen und den Kofferraum, sprich die Frontpartie. Also irgendwie muss man sich da immer trotzdem noch dran gewöhnen und da kann man schon erahnen, wie das Ganze dann nachher aussehen wird. Auch hier war eine Transportsicherung dran, die ich natürlich schon für euch entfernt habe. Und hier haben wir die Anleitung, da habe ich jetzt tatsächlich noch nicht reingeguckt. Schloss, Schließe, Feder. Oha, 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 oha. Schrauben habe ich einsortiert, Feder haben wir nicht. Feder haben wir nicht. Warum nicht? Das ist aber schlecht. So eine Kake. Ist sie da noch drin? Ich glaube nicht, oder? Doch, da ist er. Oh. Kleiner Glückspilz. Juhu. Feder, wo bist du? Hier ist die Feder. Da ist die Feder. Schön, dass du da bist, Feder. Da können wir ja weitermachen hier. Ich habe schon Schreck gekriegt. Woher kriegst du so eine Kackfeder dann her? Die Feder da drauf und der muss dann so mit der Öffnung nach oben, so soll der dann da drauf. Alles klar. Dann tun wir das. Die Feder. Deck. Den da drauf. So. Und mit 2 NM-Schrauben. Eine. Haben wir.
Tja, manchmal wäre es cool, wenn man ein paar mehr Arme hätte, ne? Das wäre cool. So. Der haut richtig hin hier. Dreht durch. Sitzt, passt, wackelt nicht. So, jetzt montieren wir den Kofferraumrahmen, wie gezeigt, an den Dachrahmen. Mann, ey, das ist ja ein Riesentrümmer, dann, ne? Guck mal, ey. Jetzt eigentlich. Ist das geil, ey. Guck dir das an, ey. Yes, wird ein Auto. Es wird ein Auto. OM-Torben mit Öl. Das ist doch mal wieder ein richtiges Highlight seit langem, oder? Also ich finde das mega. Echt, ey. Das sieht so imposant aus, das Ding, ne? Hammer. Echt der Hammer. So, und auf der anderen Seite auch nochmal ordentlich festziehen. Perfekt. Leute, ich bin sprachlos. Ist das geil? Hammer. Ha? Megamäßig. Megamäßig, ehrlich, ohne Scheiß. Ich bin richtig geflasht, ey. Jo. Am 31. übrigens machen wir nochmal einen Silvester-Modellbau-Stammtisch. Das heißt nochmal. Also wir machen nochmal einen Stammtisch zu Silvester sozusagen. Der fängt allerdings schon mittags an, 15, 16 Uhr etwa, je nachdem, müssen wir noch gucken. Wer genau mitmachen möchte, schreibt mich einfach kurz an, dass ich einen Namen oder ein Logo oder irgendwas für euch habe, dass man das einblenden kann, dass die Leute wissen, mit wem sie da zuschauen und ob ihr vielleicht irgendwie was Bestimmtes zu erzählen habt oder wollt, wenn oder nur einfach nur sabbeln. Wie gesagt, ist ja auch kein Thema. Macht es nur echt einfacher. Und wir hatten das letztes Mal ja auch, dann funktioniert das mit der Kamera nicht oder so. Das ist blöd für alle, denn der Stammtisch wird begrenzt sein auf 3 Stunden ungefähr. Ne? Also wir machen da nicht wieder einen 9-Stunden-Marathon von. Da gibt es auch Ärger mit der Regierung. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber das wäre definitiv so. Deswegen, ihr macht es mir leichter, ihr macht es euch leichter. Das ist für alle einfach entspannter. Sagt kurz Bescheid, hier, ja, cool, will ich mitmachen. Einfach nur so oder ich habe hier was richtig Cooles, das wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Ja, das ist es doch, ne? Wie gesagt, ihr wisst ja, wie es läuft inzwischen. Wir haben das ja schon ein paar Mal jetzt gemacht und es ist ja auch gut angenommen worden. Das freut mich richtig, wirklich, das finde ich super. Es war ja einfach nur eine fixe Idee und dann mal ein bisschen überlegt, was kann man tun. Macht ja auch Sinn, das Ganze. Und deswegen finde ich das total schön und dann machen wir das auch so. Schaut rein, sagt kurz Bescheid und dann können wir da schön was zaubern. So, jetzt ist eigentlich die Ausgabe 61 auch durch. So sollte deine fertige Baugruppe aussehen. Das tut sie nach dieser Sitzung. Und so sollte deine Baugruppe nach dieser Sitzung nun aussehen. Aha, na denn. Gut. Als nächstes kriegen wir dann die Windschutzscheibe und den Rückspiegel, würde ich mal vermuten hier. Das machen wir dann aber im nächsten Video. Aber ich kann jetzt nicht, ich muss das da jetzt einmal draufsetzen, ne? Sonst kann ich nicht ruhig schlafen, Leute. 12 Sekunden später. Nur mal so, dass man mal einen Blick dafür kriegt, ne? Geilomat, ey. Geilomat, Leute. Ich bin, ne? Nicht so voll gefressen wäre, würde ich jetzt tanzen vor Freude. Ist das geil, ey. Guck mal. Und wenn ich mir jetzt schon überlege, ich habe ja die Türen und so, ich habe ja schon alles hier. Hammer. Hammer geil. Guck mal, da verließen sie ihn. Wenn es jetzt dunkel geworden ist, der eine Scheinwerfer ist aus. Ja. Also, ich werde jetzt hier noch ein bisschen sitzen bleiben und mein Auto im Kreis drehen und mich freuen. Und ja, euch wünsche ich noch ein paar ruhige Tage. Vielleicht hat der eine oder andere ja sogar zwischen den Jahren, wie man ja so schön sagt, sogar frei. Dann macht was Schönes, umgebt euch mit netten Leuten, habt Spaß, baut was Nettes. Erfreut euch an den schönen Dingen des Lebens. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bleibt sauber und nicht vergessen. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.